Flexibilität ist in unserem Beruf ganz wichtig. Die Kinder kommen jeden Tag mit neuen Ideen, wie sie spielen wollen, mit was sie spielen wollen. Und dafür muss der Raum für die Kinder ansprechbar sein. Mein Name ist Mariana Kronwett. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin im Krippenbereich. Bei uns haben wir das Bewegungscenter von Community Placings, was sehr gut angenommen wird bei den Kleinen. Wir haben in beiden Krippengruppen das Bewegungscenter. Und so können wir auch einfach die Teile untereinander mal auswechseln, zu sagen, oh, unsere Kinder hätten jetzt gern mal den Tunnel, dafür bekommt es ein Dach. Also es ist total vielseitig einsetzbar und geht sowas von schnell, dass das wirklich jeder machen kann, ohne große handwerkliche Vorkenntnisse. Das können wir als Erzieherin auch ganz schnell umändern. Im Alltag sehen wir schon sehr viele Entwicklungsfortschritte, wo die Kinder unterschiedliche Möglichkeiten haben, auf die Fläche von dem Bewegungscenter zu kommen. Sie können krabbeln, sie können hüpfen, sie können rollen und sich auch selber die Gedanken machen können. Wie komme ich jetzt am besten darauf? Wie komme ich am besten runter? Brauche ich eine Hilfestellung oder kann ich es alleine? Gerade die Kleinen, die Einjährigen, die noch das Laufen lernen müssen, die können hochkrabbeln auf der einen Seite, können durch den Tunnel durchkrabbeln und auf der anderen Seite können sie sogar rückwärts wieder runterkrabbeln. Während für die größeren, die älteren Kinder dann auch gegeben ist, dass sie einfach auch mal zwei Stufen auf einmal nehmen können und die verstecken sich auch gerne in dem Tunnel drin. Unterhalb von dem Bewegungscenter wird es gern genutzt, um Höhlen zu bauen, um Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Sie werden in ihrer Entwicklung immer sehr gut gefördert und können auch selbstständig ihre Erfahrungen machen, ohne dass wir Erzieher immer sagen, halt, stopp, nein, das darfst du nicht, sondern sie haben vielfältige Möglichkeiten.